Hallo, hier ist die Jen. Ja, ich nehme euch heute mal mit zu einer kleinen Cache-Tour. Wir sind hier jetzt unterwegs und suchen einen kleinen Schatz. Da wird schon auf mich gewartet. Ja, also wir sind jetzt hier gerade an der ersten Station. Und da muss ich mal aufpassen, dass man nicht gesehen wird von Leuten, die dieses Hobby nicht kennen. Und deswegen müssen wir kurz ein bisschen warten. Da sind nämlich Leute. Und das müssen wir, deswegen darf man das halt nicht so offensichtlich machen. Ne? Aline geht jetzt gerade mal gucken. Oh, die Leute sind weg. Aline krabbelt schon ins Gehölz. Geh mal nicht gucken. Und? Ach, so ein kleines Ding, das kann man ja auch nicht sehen. Da ist also die erste Station. Hier finden wir jetzt die Koordinaten für die nächste Station. Wenn wir das rauskriegen. Wenn man es rauskriegt. Da sind die Koordinaten. Nein! Da. Jetzt, okay. Jetzt gehen wir zur zweiten Station. Wir hatten gerade Entscheidungsschwierigkeiten, welchen Weg wir gehen sollen. Es hatten nämlich zwei. Weil auf dem... Ach, das kriege ich gleich mal 100 GPS rein. Das zeige ich euch, wie das aussieht. Hier sehen wir, wie weit wir noch gehen müssen und in welche Richtung wir gehen müssen. 38 Meter nach geradeaus. Nach geradeaus. So, und los. So, hier irgendwo ist die zweite. Wollt ihr noch mal gucken? Hm. Ich orientiere mich mal an den Füßen. Ich hab's! Haha. Was? Ist doch in der Nähe von dem Schauen. Ja, diese Holzplanke, die hat so einen V-Einschnitt. Pass doch mal rein. Da ist so ein... Hier. Ja. Oh je. Boah. Also ich... Das ist auch ein Benzin gerade. Je. Brauchst du wieder den Netherman? Ach Gott, was ist denn das für ein süßes Ding? Nee, der ist nicht richtig zugeschraubt, da gehört wahrscheinlich noch was drin. Ja, da ist noch was drin. Holz. Ah, cool. So. Station 2. Magnet glaube ich nicht, aber hilft dir die Pinkette? Nein. Station 2 wurde erfolgreich gefunden und 220 Meter. 220 Meter bis zum nächsten. Lass mal kurz hier. Müsste irgendwas zu hochziehen haben. Warte. In die Richtung, also so, da. Ja, irgendwie so. Ja, da gehen wir hin. Und dann, also noch eine kleine, und dann gibt es ein großes Final, das sehr schön sein soll. Also eine größere Box, wo Kleinkram drin ist, und das werdet ihr dann ja gleich sehen. Jetzt bin ich wieder dran vorbeigegangen. Bla bla bla, Quatsch, Quatsch. Ja, das passiert, bei, wenn Frauen cachen gehen, dann wird nur gequatscht und alle gehen dran vorbei. Was? Klön und Schnack, genau. Wir haben ganz ja, also. Mist, hier sind gar keine Spuren im Schnee. Der Baum da hinten? Das sind noch 20 Meter. Ja. Ja, aber wir können doch da auf dem Weg vielleicht. Da ist vielleicht der große Baum da hinten. Also, jetzt nach links oder was? Ja, jetzt eher wieder so zurück. Deswegen. Also hier hoch wieder mehr. Dann gehen wir einfach mal ins Gebüsch, würde ich sagen. Hier vielleicht, aber oben. Oder da hinten. Hier sind Fußspuren. Da steckt ja mal gerne irgendwo was rein, ne? Ich glaube eher der Baum. Eher der Baum?
Also ich glaube eher der Baum. Haha, nee. Doch, ich hab's. So, aber ziemlich. Da, ich muss das mal kurz anzoomen. Ich hab's gefunden. Jo, jo. Wo ist das denn hier? Warte. Jetzt mal kurz scharf stellen. Hier, da. Das war hier. Da drin lag das, der Stein. Machst du das auch mal? Ja. Diesmal so ein Plastikröhrchen. Oh, kein Holzröhrchen. Ja, das war jetzt schon die letzte normale Station, ne? Ja. Jetzt kommt als nächstes schon das Final oder der oder das oder die Final. Uah, ich fall runter. So, jetzt haben wir die letzten Koordinaten gerade eingegeben und suchen jetzt schon das Final. Also das ist wirklich eine kleine Runde, muss ich sagen. Meistens sind die Multis ja mit mehr Stationen, oder? Würdet ihr auch sagen? Drei Stationen sind schon wenig. Ja. Es gibt auch noch weniger, das weiß ich ja. Ich habe nicht offen mal. Es gibt auch keine. Das ist mehr als eine Station, das ist gut. Ja. Genau. Es gibt auch welche, wo man nur einfach zu einem Ort geht und wo es nur eine Station gibt und dann ist da schon das Final quasi oder der Cache. Das ist das normale. Sind hier noch irgendwelche anderen in der Nähe? Ja, hier sind noch zwei andere in der Nähe. Ach schön. Gleich noch mitmachen können. Wunderbar. Durchstickig, dann kämpfen wir uns. Ja, guck mal, da sind die Spuren. Vielleicht ist der Pilz da. Guck mal, der Pilz da oben. Entschuldigung. Ja, man muss auch ein bisschen hart gesucht. Sind noch 6 Meter? Ja, man muss schon durch mal. Nee, da ist es wohl nicht. Ich hab's. Oh, warte. Oh, das. Oh, wie niedlich. Grüne Blätter im Winter. Da drin. Oh. Nein, ich will es jetzt nicht umrechnen. Ja, du kannst es gerne. Und? So. Ja, wenn dann schon, denn schon, ne? Wenn dann schon, denn schon. Dann, ne? Ja, das war wieder. So, jetzt machen wir es. Oh. Oh, die Spannung steigt. Tada. Oh, da ist sogar richtig viel drin. Wow. Ist das eine Hundepfeife? So, also, da haben wir jetzt Dinge zum Tauschen und in jedem Cache ein Logbuch, wo man sich dann eintragen kann. Was? Oh, oh, oh. Und dann kann man die Sachen auch runterschmeißen. So, der Kerl wartet da. Das ist das Logbuch. Hier. Und das sind ganz viele Tauschgegenstände. Da kann man was sich rausnehmen und was anderes reintun. Das ist meistens irgendwie Schrott, aber okay. Ist ein cooles Cache. Und da ist dann noch so eine Beschreibung. Mikro, Nano. So, das wird jetzt wieder versteckt. So versteckt, wie man ihn gefunden hat. Genau. Tada. Wunderbar. Ja, das war jetzt eine kleine Multirunde. Wie eben schon gesagt, gibt es ja auch noch in der Nähe noch ein paar. Die gucken wir uns das mal an. So ein paar kleine. Weil das war ja jetzt echt, das ging jetzt viel zu schnell. Da ist mir noch gar nicht müde. Und mir ist auch gar nicht kalt. Preschen hier alle schon voran und wollen alle die Ersten sein, die den Cache finden. Oh, mir wird schwindelig. Oh. So, fallen mir jetzt den Fußspuren oder den? Hm, ich geh mal da lang. Da vielleicht? Mal schön in den Bäumen gucken. Wie weit noch? Gleich an den Baum da. Oder da? Da wird jetzt gerade gesucht. Tada! Ich glaube, ach, Kirsten war schon fündig. Ich laufe jetzt gerade vorbei, ist ja klar. Das ist ja schon mal. Nur eine, ne, ist alles gut. Ja, das ist zwar jetzt nur eine Station. Und gleich etwas Größeres. Da wieder das Logbuch mit Stift. An den trete ich wieder ein. So, auf zum zweiten. Dritten. Wie auch immer. Oh, oh. Oh. Oh.
schlafe halt ein. Why not? Also es sind genau 480 in die. Ja, dann gehen wir nochmal 480 in die. Nicht dran. Das war ein Ritz. Ja, mein Popo ist nass. Wir suchen den Cache. Ist irgendwo da? Der Cache. Wo ist der Cache? Von da ein Meter. Auf dem Dach. Irgendwie drunter an der Planke oder so? Wir suchen da. Oh, ein Pfennig. Ein Pfennig von. Ein Auge. 1996. Nee, da ist uns keiner geboren. Hallo. Was ist das denn? Das Auge des Grauens. Boah. Ich finde kein Stift. Was ist das? Stumpfblut 1717. Ich dachte auch, der wäre da, wo er immer ist. So, das war es jetzt erstmal mit Kaschen heute. Ein Multi, zwei Tradis. Und jetzt kann man sich schön. Ja, wie sagt man? Belohnen! Belohnen und einen schönen Cappuccino schlürfen gehen. Vor allem sein Popo jetzt nass und deswegen müssen wir nach Hause. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Vielleicht habe ich die eine oder andere auch angesteckt und ins Interesse am Geocaching bekommen. Das ist wirklich ein echt tolles Hobby, muss ich schon sagen. Ja, wenn ihr euch informieren wollt, geocaching.de, schreibe ich das mal hier hin, da könnt ihr was darüber nachlesen. Aber richtig ab, also die Hauptseite ist an geocaching.com. Da kann man sich kostenlos anmelden und sich dann angucken, wo es überall Caches gibt. Und wenn man angemeldet ist, bekommt man dann auch die Koordinaten und dann braucht man nur noch ein GPS-Gerät und kann die suchen. Und in den meisten Handys heutzutage ist es sogar ein GPS-Gerät drin, also könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr wollt. Macht auf jeden Fall viel Spaß. So, bis nächste Woche. Bis denn. Die Jen.